Herzlich willkommen zurück. Heute geht's weiter an Marius S4 Block. Im letzten Video haben wir euch mal so ein bisschen die Unterschiede zwischen einem S4 und einem R4 Block erklärt und stellen euch jetzt mal eine, ich sag mal, kostengünstigere Variante des S4 und R4 Tunings vor. Allerdings weiterhin eine professionelle Variante. Und genau deswegen sind wir heute wieder bei sonnigen 33 Grad hier drin bei Björn. Seine Klimaanlage geht nämlich leider noch nicht. Beziehungsweise ist noch gar nicht in Planung, ne? Planung schon, aber noch nicht umgesetzt. Noch nicht umgesetzt, ne? Ja, es ist auf jeden Fall extrem warm. Björn hat den S4 Block schon auf dem Bohrwerk. Ihr seht hier die Tuner-Lagerböcke. Im letzten Video reiß noch mal kurz an, Björn, was genau wir machen, was wir machen müssen. Diese Hauptlagerböcke aus Stahl sind im Durchmesser, sagen wir mal so einen halben Millimeter kleiner als das Endmaß. Mhm. Die sind extra sozusagen als Rohlinge da, damit ich sie dann auf das passende Maß bohre. Mhm. Und weil der Block selber hat schon das passende Maß, die Blockseite hier, an dem muss ich mich ausrichten. Dafür habe ich hier mein Ausrichtwerkzeug, wo ich sie abfahren kann. Oben an der Maschine ist dann sozusagen die Uhr, wo ich dann sehe, wie es ausgerichtet ist. Das heißt, jetzt gerade bist du genau in der Mitte der oberen Bohrung. Genau. Wenn ich hier ausrichten würde, würde es ja Blödsinn sein. Dann würde ich voll aus dem Block rausbohren. Ja, und jetzt bohre ich den Halbkreis, habe ich ausgerichtet, den Durchmesser eingestellt. Und jetzt bohre ich natürlich den anderen Halbkreis, bohre ich jetzt, damit der Mittelpunkt immer noch passend zu dem unteren Halbkreis ist. Mhm. Verstanden, wie ich das meine? So halt. Okay, gut. Also wir dürfen ja nicht die Achse der Kurbelwelle verändern. Ich könnte jetzt nicht hier einfach mal 2 Zehntel da reinbohren, weil dann wird das mit dem Getriebe und alles nicht so gut passen. Deswegen muss ich unbedingt die Originale behalten und darf nur aus dem Block rausnehmen. Du meinst die Flucht der Welle zu allen anderen Anschraubpunkten? Genau. So, okay, verstanden. Das heißt, theoretisch müsstest du aber gleich auf der oberen Seite gar kein Material abtragen. Das ist nämlich das Wichtige dabei. Da gucke ich immer, dass ich bloß nicht dort reinbohre. Dass im schlimmsten Fall es ankratzt oder noch nicht mal das? Nein, noch nicht mal das, weil man sieht es, es ist ja kein Hauptlagerbohrwerk. Das ist auch noch mal in Planung. Das ist ein normales Bohrwerk, deswegen funktioniert das nur bei relativ kurzen Blöcken. Ich bohre das und das Endmaß, das hole ich. Durch meine Kombination, dass ich das vernünftig hinbekomme. Im Normalfall würde man es in einem durchbohren. Das kann ich ja leider nicht. Deswegen muss ich die einzeln bohren und nachher auf das Maß holen. Das heißt aber, du kannst jetzt gleich einfach eins tiefer fahren und bohrst gleich wieder drauf los? Oder musst du es neu ausrichten? Muss ich auch noch mal ganz leicht ausrichten, weil die Anlagefläche hier unten ist natürlich genau gefertigt, aber manchmal nicht genau genug. Und ich richte sozusagen dann einmal nochmal neu aus. Das sind also manchmal so 1/200, was dann, ja. Ich das würde theoretisch dann schräg bohren, ne? Von dort nach dort 200. Das wäre aber an einem Lagerbock natürlich nur 2/1000, also zu vernachlässigen. Aber es ist schon noch gewährleistet, dass die Welle übertrieben gesagt gerade drin ist am Ende. Ja. Und nicht irgendwie eine Schlangenlinie eigentlich an den Lagern macht. Nein, das Gute dabei, die hohen Aale nimmt es ja dann sozusagen alles, was zu weit raus steht, weg. Okay. So bin ich dann nochmal sicher, dass sie in einer Flucht ist. Schon x-mal gemacht, kein Problem. Auf jeden Fall interessante Sache, weil ich glaube, es gibt viele, die sich da nichts so drunter vorstellen können, wie sowas halt gebohrt wird. Ja. Ich hatte einmal einen Kunden, ich weiß nicht, ob ich es erzählen soll, aber ja, der hat sich die Böcke gekauft. Der wusste es aber nicht, dass das auf Semi ist und hat die verschraubt und dabei ist ihm der Block geplatzt. Ist ja klar, weil das hat ja alles zusammengepresst und dann ist ja einfach der Block hier so weggerissen, sozusagen. Also das ist immer verschraubt mit Welle drin. Verschraubt mit Welle drin, einfach gekauft, draufgeschraubt und oh, die mussten bearbeitet werden, wusste er nicht. Ja, das muss eben bei solchen Stahlböcken eigentlich immer gemacht werden. Das heißt, die müssen auch immer bearbeitet werden? Immer. Immer. Okay. Können wir nicht vorstellen, dass es anders geht. Du nimmst immer die Böcke von Andreas von The Tuner, ne? Ja, genau. Sowohl RS4, S4 sind in dem Fall ja die gleichen. Genau. 1.8T, TFSI, ja. Ab wie viel PS ist das bei dem S4-Block notwendig? Ja, du hast ja gesagt letztes Mal, dass du noch keinen durchgebrochen hast.
Ich habe einen Motor mit 800 PS gesehen, wo die 3-Liter-Welle am Boden lag. Manche sagen, es fängt bei 600 PS an. Ich weiß es nicht. Ich selber fahre ja keine Autos, deswegen sehe ich immer nur die Ergebnisse, wenn sie es übertreiben. Das heißt aber, du würdest schon so grob empfehlen, ab 600 PS, wenn man langfristig was von dem S4-Motor haben will, sollte man schon machen. Ja, weil in fast allen Fällen bleibt man ja nie bei der Leistung. Niemals so, dass einer, wenn einer 500 PS hat, nach 2 Jahren denkt er sich, oh, 500 PS voll viel, ja, ja, das reicht. Niemals. Interessant wäre ja mal, wenn das dann fertig ist, was der Block dann eigentlich kann. Das müsste man eigentlich mal irgendwo mal testen. Ja. Ob man selbst die Kombination da unten noch rausgerissen kriegt oder ob das dann... Aber das Testen ist sehr teuer. Ja. Das ist, also musst dir vorstellen, wie bei deinem RS4, wenn alles kaputt geht. Weil Getriebe kann kaputt gehen, wenn die Welle rausfliegt. Alles Köpfe kann kaputt gehen, Pleuel, Kurbelwelle, alles kaputt. Das kann brennen. Oh ja, und das auch, ja. Ja, dann fange ich jetzt mal an. Ausgerichtet habe ich es in dem oberen. So, ich muss einmal an das Gerät dran. Komm am besten mal von hier filmen. So, ist der Stahl. Mach ich jetzt an. Ihr hört es, nur das Einseitige. Ich gucke mit der Taschenlampe, ob ich irgendwie in den Block reinbohre. Passt. Das heißt, du kannst jetzt hier gerade auch ziemlich schnell ziemlich viel kaputt machen. Ja, also, das ist ein Gerät, was du nie benutzen wirst. Normalerweise habe ich die Absaugung an, man sieht es vielleicht am Qualm, aber die würde so laut sein, dass wir da nichts mehr hören. Und das ist der Unterschied definitiv von einem vernünftigen, verguteten Werkzeugstahl zu zum Beispiel die Firma Eurospec. Wo die Böcke gar nicht aus so einem Material sind. Wo das Zeug vielleicht stabil ist, aber es lässt sich einfach nicht zerspanen. So, jetzt gehe ich mit dem SU rein. Das ist der Versatz. Ich habe 300, nicht ganz 300 Versatz. Und in der Höhe habe ich noch 500 drin. Normalerweise bohre ich sie sogar noch ein klein bisschen größer und schleife die Böcke noch mal runter, aber das hat was anderes für mich einfach halt halber von der Bearbeitung zu tun. Aber es passt schon relativ gut. Jetzt haben wir hier sozusagen nach der Uhr noch 500 zum Raushonen. Ja, wir sind eigentlich schon mit dem Bock fertig. Okay, dann zeigen wir jetzt noch den nächsten. Ja. Und uns das Gleiche. Ich kann nur 2 von einer Seite bohren, dann muss ich den Block umdrehen. Ah. Und dann geht das Spiel. Hast du den gerade genommen? Ja. Dann geht das Spiel. Ich hatte das vorbereitet, alles lag hier. Nee, da habe ich nicht weggenommen. Hier habe ich weggenommen. Danke. Guck mal, da ist ja sogar zu faul für 4 Schrauben, einfach mit der Hand rausgekriegt. Ja. Ach, Mist, das habe ich vergessen. Eine Sekunde, du kannst mal drauf gucken. Der Andreas hatte mich gefragt, ob das M8-Gewinde hier sinnvoll ist. Aber ihr werdet sehen, durch die Zentrierstifte ist es sinnvoll. Ohne geht quasi gar nicht. Ja, das muss man sich wirklich ab. Brechen. Ja, das ist jetzt erstmal nur die Bohrfläche. Gleich nach dem Hohen hat man natürlich das Kreuzschliffbild wieder drin. So, nächsten. Das heißt, wie viel Material kannst du beim Hohen da maximal rausholen? Ich lasse bis zu einem Zehntel drin. Bis zu einem Zehntel, okay. Was ja schon eigentlich recht viel ist für Hohen, oder? Das stimmt, aber man muss sich vorstellen, dieses Zehntel ist auch nur in der Höhe. In der Breite
ist das ja schon auf Originalmaß. Das heißt, in der Breite darf ich gar nicht so viel. So. Unten seht ihr gar nicht, ihr müsst eigentlich nur oben auf die Uhr gucken. Darauf gucke ich auch nur. So, also ich verändert. Nee, nee, das ist relativ wenig. Das können wir so lassen. Jetzt drehe ich jetzt immer 180 Grad rum. So, gut. So, das heißt, du brauchst jetzt den zweiten. Dann musst du leider den ganzen Block umdrehen. Ja, genau. Ein bisschen Schneidpaste dran. Und dann geht's weiter mit Hohn. Genau. Das machst du aber nicht hier. Doch, in der Halle schon. Nein, das meine ich an dem Gerät. Das mache ich dann per Hand. An der Werkbank. Am Bohrwerk sind wir fertig. Alle sind vorgebohrt. Jetzt geht es wieder zurück zum Arbeitsplatz. Die Böcke entgraten. So, als nächstes muss ich die Böcke entgraten. Hier ist ja ein Grat entstanden vom Bohren. Außerdem muss ich hier so eine kleine Einlaufphase dran fallen, damit der Hohnstein gleich nicht an der Kante hängen bleibt. Deswegen feile ich hier eine relativ flache Phase dran. Das war sozusagen nur den Grat entfernen von dem Pfeilen. Da entsteht ja auch noch ein kleiner Grat bei. Ja, das mache ich jetzt bei allen. Schraub sie nochmal drauf, mess nochmal durch und eventuell muss ich einzelne Böcke einzeln runterschleifen, weil sie zu groß sind, weil ich mindestens 500 brauche fürs Hohnen. Das mache ich in den nächsten Schritten. Ich habe sie alle noch einmal durchgemessen,
7, 6, 8 und 400stel sind sie noch kleiner als das Nennmaß. Diese 400stel werde ich einmal runterschleifen, weil sie sehr gleichmäßig sein sollten, damit die Hohn alle auch gleichmäßig wegnehmen kann. So, das ist einmal in der Maschine da hinten. Nicht mehr. Diese hier, die ist zum Schleifen von Hauptlagerböcken und von Pleuellagerdeckeln oder Pleustangen geeignet. Sie hat eine Auflagefläche zum Ausrichten. Wird festgespannt. Und hier ist der Schleifstein. Nicht viel, nur ein klein bisschen. Vielleicht erkennt man die Schliffspuren. Wenn ich jetzt zu viel geschliffen habe, muss ich die anderen auch alle schleifen. Also, ist mal gefühlvoll, muss man da rangehen. So. So, und jetzt haben wir hier. So, da war ich doch zu gefühlvoll. Ich habe von 4 auf 5 verkleinert. Hätte noch ein bisschen mehr schleifen müssen. Also nochmal. Das mache ich jetzt so lange, bis sie alle gleichmäßig sind. Und dann kommt die Hohnalle in Einsatz. So, zufrieden? Ja. So, ich habe alle. Ich weiß gar nicht, was er sagen soll. Ist auf einmal wieder da. So, alle sind auf das passende Maß. Jetzt muss ich aber die Originalschrauben rausdrehen. Die habe ich nur genommen, weil ich die einfach schneller rein und raus bekomme. Und ich muss sie gleichmäßig hinbekommen. Jetzt schraube ich die wieder raus und schraube die ARP-Bolzen rein und messe dann damit, weil da sich eventuell die Lagerstelle noch ein bisschen zusammenziehen wird. Noch Originale? Gerade hier nicht. Okay, gut. Dann kannst du jetzt. Ach, die können wir ja drauf lassen. Ich wollte gerade abziehen. Blödsinn. So, jetzt kannst du, wenn du möchtest, die schon mal reindrehen. Irre. Mach da mal aus. Da, da. Und ich suche Schrauben. Gleich erste Fallschirm reingesteckt. Ja. Hoffnungslos, ne? Fahren wir denn am Ende das gleiche Hauptlagerspiel wie original oder ja, mehr? Weniger. Weniger so? Früher bin ich ja auch mit Pleuellager mehr gefahren, aber ehrlich gesagt habe ich immer, wenn ich Lagerspiele kleiner gemacht habe,
war es besser, sahen die Lagerschalen gut aus. Also Hauptlager kann man sogar bis auf 300 runtergehen, obwohl die Grundregel eigentlich ist, pro Zentimeter Lagerzapfendurchmesser 100 Lagerspiel. Mhm. Wenn du jetzt 65 mm Lagerzapfen hast, wie viel Spiel musst du dann machen? Ich habe nicht zugehört gerade, ich war so auf die Muttern so fixiert hier. Ich habe abgeschaltet bei 100 pro 1 Zentimeter. Ja, das ist ja schon mal, ja, so gut. Das heißt, bei 65 mm, 6,5 cm, bedeutet das 6,5 Hundertstel Spiel. Ich mache es aber die hier auf 4 bis 5. 300 gehen sogar auch. Mhm. Erst ab 300 fängt es an, dass man so denkt, oh, die Welle dreht sich aber ein bisschen schwieriger. Aber ist auch nur am Anlaufen. Sobald du die ein bisschen mehr drehst, passt es dann schon wieder. Und auch nur, weil du wahrscheinlich immer von kerzengeraden Wellen ausgehst, ne? Ohne Schlag. Ja, natürlich. So, ne? Ja, das ist ja normal, oder? Die meisten gebrauchten Wellen werden ja alle ein bisschen Schlag haben, ne? Ja. Wie wir beim V6 gelernt haben. Dein Lieblingsmodell. Ja. Oh, oh, oh. Hilfe, der war falsch, ne? Sag doch was. Irgendwie so langsam träume ich von so einem V6 Hauptlagern anziehen. Dann hat man zu viel gemacht, dann muss man wieder runterschrauben, wieder alle losmachen und so weiter. Wenn es einfach wäre, ne? Ja. Was denkst du, wie viel V6 du schon gemacht hast? Also nicht Hauptlager, sondern generell wie viele S4, R4 Motoren? Kann ich wirklich gar nicht so richtig abschätzen. Das ist gar nicht so viel, weil ja auch mal relativ viel Aufwand ist. Mhm. Ganze Motoren maximal 20. Mhm. Teilebearbeitung vielleicht so insgesamt, wo ich einen Block in Hand hatte, bestimmt so um die 100 herum. Mhm. Aber ich sage, es waren mehr als 20 ganze Motoren. Deine nicht mitgezählt. Schon klar, aber trotzdem. Nein, ist nicht. Vielleicht vertue ich mich auch total. Ja, jetzt nicht irgendwie 100 oder so, aber ich glaube so 30, 40. Also bei den 3-Liter Kolben weiß ich, habe ich immer 24 Kolben auf einmal bestellt, also vier Sätze und die waren eigentlich immer weg. Immer sofort weg. So, und dann hast du ja schon auch viele Komplettmotoren früher gemacht mit angelieferten Teilen. Reckkolben. Ja. Und so weiter. Oh. Wie viele Newtonmeter sind jetzt? 130 bekommen die. Na, ja, wie die Kopfschrauben. So, mal durchgehen. Mann, alle. Gut, dass du das siehst. Obwohl du es schon abgeschaltet hast, weil. Bei der ersten. So. Seitliche Schrauben noch rein. Sind das die richtigen, oder? Die mache ich jetzt hier so relativ, vielleicht sieht es aus wie unprofessionell. Wenn man die Seitenschrauben nicht reindreht, hat man eine Änderung von um 1/100 von dem Lagermaß, wenn man die nicht anzieht, die Seitenschrauben. Echt? Ja. Natürlich kriegen die ein exaktes Drehmoment, aber ich habe es ausgedrückt und ob es jetzt 20 oder 30 Newtonmeter sind, ist für die Bohrung dann wiederum vollkommen egal. Bleibt gleich. Und der hier macht bei Sonderschraube ungefähr 30 Newtonmeter, also nutze ich den, damit es schnell geht. Okay. So, angezogen. Jetzt nochmal der Vergleich. Originalschrauben zu... Guckst du? Ich guck mal. Okay. Originalschrauben zu ARP-Bolzen. Die hatte 700 eben und jetzt haben wir 900. 8, so wie ich es haben möchte. 9 und ganz unten 10. Ne, nicht ganz, ne, ja 9.
So, und jetzt kommt meine lange Hohnale zum Einsatz. So Björn, erklär doch mal als allererstes, was genau das jetzt hier ist, bevor du hier so Rambazamba-mäßig wie Rambo anfängst. Das ist eine Hohnale. Die hat auf der Seite so zwei so Messing-Führungsschuhe und auf der anderen Seite sind die Schleifsteine. Mhm. Und hiermit sozusagen stelle ich zu, kann ich die Schleifsteine rausfahren. Und weil das hier relativ fest ist, muss leider noch ein bisschen mehr zustellen, habe ich eine kleinere Bohrmaschine, die ja sogar an dem Kran dran muss, weil sie einfach sonst zu schwer ist zum Halten. Ja, und das heißt aber, wenn du jetzt größer holen willst, musst du schon immer wieder zustellen. Ja, aber natürlich, ja, muss ich immer ab und zu zustellen. Das ist aber nach dem Gefühl, geht das so ein bisschen. Wie viel willst du jetzt am liebsten rausnehmen? Jetzt? Ich mache es auf Null erstmal. Auf Null, okay. Auf Null. Ich habe es ja knapp 900. Das heißt, jetzt hole ich langsam. Immer wieder in so 10 Hiebe, wie auch immer. Und dann messe ich wieder, wie viel größer ich bin, weil ich kann ja nur größer holen. Ich habe auch keine Anzeige. Das heißt, ich muss hier so langsam durchholen. Mhm. Ja. Zum Anfang muss ich langsam anfangen. Messe ich das mal. Das war schon der erste Schritt. Hier ist eine Klammer, die kann ich hochziehen, dann werden die Steine gelöst. So sind sie wieder dran. Mhm. Schnell durchmessen. Genau. Ja, lass mich erst noch ein bisschen holen. Hat sie noch nicht viel getan. So, jetzt könnten wir mal ein bisschen mehr Kette geben. Normalerweise, es gibt ein Gerät von Zannen, das ist so eine große Wanne, wo der Block drauf steht, wo hier sozusagen überall Öldüsen sind, wo der Antrieb auch noch ein bisschen besser gebaut ist. Riesig groß und dann immer so genauso ölig, als wenn es von einer Hohnmaschine kommen würde. Zustellen. Jetzt drehe ich mich fast mit. Die Maschine ist nämlich eher so, dass ich mich drehe, anstatt. Das Seil ist noch zu kurz, ich muss den mal hochheben. Ganz schön auf die Arme, weil es noch aus der alten Halle ist. Die alte Halle war ja ein ganz klein bisschen höher, wie diese hier. So. Und jetzt sind wir hier bei 5. Sieht das schon gut aus? Was würdest du jetzt machen, wenn einer komplett außer Maß ist? Ja, schlecht. Du kriegst das ja alle nur zusammen so, ne? Genau. Also, wenn der zu groß ist, kann ich einzelne Böcke auch mal runterschleifen. Das würde funktionieren. Aber einer zu eng ist und alle anderen zu groß, dann wird es schwierig. Dann muss man sozusagen alle anderen wieder runterschleifen. Deswegen langsam herantasten. Gleich werde ich vielleicht den Block auch einmal umdrehen, weil je nachdem, wie gerade mein
meine Arme sich bewegen, fahre ich zu weit raus oder fahre ich nicht so weit raus. Mhm. Kann sein, dass ich dann eine Seite ein bisschen größer habe als die andere Seite. Das kompensiere ich einfach, indem ich den Block umdrehe. Kannst du da mit einem Fünfzylinder auch noch machen? Ja, mit einem anderen. Das ist nur V6. Ah, du hast noch eine längere. Ja, der ist der 70 mm Durchmesser. Für Fünfzylinder habe ich natürlich auch für VR6 habe ich einen anderen Durchmesser. Mhm. Dieser hier ist nur für RS4 gedacht. Mhm. Lambo geht auch noch so eben, aber nicht perfekt. Wolltest du mal? Nee. Wieso ja jetzt nicht mehr? Nicht zum Arbeiten hier. Das brachte jetzt nichts, war zu wenig Vorspannung. Jupp. Das heißt, wie viel muss er aus? Immer noch 5. Das ist hier Hohlenöl, das gleiche wie in der Hohlenmaschine. Aber eigentlich hat es schon eine Vorspannung. So. Ich hoffe nicht, dass irgendeine Porno-Video-Industrie mitguckt und dann denkt, boah, das könnten wir mal vermarkten. Oh, jetzt hat sie aber was getan, ne? Ja. So, ich habe sie alle durchgeholt. Ich bin bei Null angekommen. In den Unterlagen vom alten stand Hauptlager-Durchmesser 0. Das bedeutet 70 als Grundmaß, 0 Hundertstel Abweichung. Ergab das 5,5 Hundertstel Lagerspiel. Hier bin ich ein ganz klein bisschen enger als 0. Jetzt bauen wir hier eine Lagerschale ein, nehmen die Messuhr von der Kurbelwelle, messen, wie viel Lagerspiel wir hier haben, dass wir noch einmal einen Anhaltspunkt haben. Mhm. Kann gut sein, weil jetzt haben wir 30 Grad, kann gut sein, dass ich das bei 20 Grad gemessen habe. Das kann also jetzt ein ganz leicht anderes Ergebnis sein. Mhm. Problematik ist einfach da, dass wenn ich hier keine vollklimatisierte Halle habe, ich leider so ein bisschen temperaturabhängig bin. Welchen war es denn, welchen wir messen wollten? Den, ne? Weißt du auch nicht mehr, ne? Doch, warte, die Kante, die höher steht, war hinten, also hier, also den. Können wir nehmen. Du kannst mir schon mal Lagerschalen holen. Die standen dort und du hast sie weggeräumt alles. Nee, hä? Hauptlager, da war noch Pleulager. Du hast mich doch noch gefragt. Oh ja, ich hab's. So, jetzt könnt ihr auch mal sehen, falls ihr euch noch erinnert oder falls ihr gesehen habt, an die Bohrriefen. Jetzt gehohnt sieht die Fläche so aus. Das ist wie bei den Zylindern, ne, wo wir schon gebohrt haben, wo dann einer gefragt hat, guck mal, da ist ein Absatz. Mhm. Das ist vollkommen egal, weil wir begradigen ja alles mit dem Hohnen.
Und das genau das gleiche haben wir hier auch gemacht. Der leichte Versatz, den wir an dem einen hatten mit 2/100, die Durchmesserdifferenz, haben wir einfach alles mit dem Honen begradigt. Und ich kannte einen, das war ein 1000% Mann, habe ich ihn genannt. Der hat früher Rennmotoren gebaut, alte englische. Der hat mir gesagt, ja, das Gewicht der Hohnader lässt natürlich das mehr in die Richtung honen ein. Ja. Deswegen muss man die auch so honen, damit es geht. Ja, wie viel macht das aus? Ich glaube, mit keiner Messuhr, die ich hier habe, auch wenn ich eine 1000. Messuhr nehme, würde ich das messen können. Mhm. Und selbst bei 300. Hauptlagerspiel drehen sich die Wellen leicht. Dieses Ergebnis ist für mich vollkommen ausreichend. Mhm. Auch wenn vielleicht andere behaupten, nee, das ist nicht genau genug, das muss man unbedingt so machen. Glaube, hat jetzt nicht so ein Problem gehabt um meine Hauptlagerbohrungen. Nee, ne? Hauptlager hatten wir ja nie Probleme. Auch die letzten Lagerschalen, die haben wir einfach, ich habe ja die von diesem einmal laufen lassen, die auch einfach wieder eingebaut. Ja, ja, klar. So. Wieder das besondere ALP-Öl. So, ja, jetzt, das hast du schon mal gesehen, ne? Welle messen, übertragen auf die Messuhr, oder? Schon mal gemacht, wir? Nee. Gut, dann machen wir es nochmal. Das Erste, wir nehmen die Messschraube. Ach doch, ja, wir hören. Gehen aber an nicht, die Kurbelwelle. Aber nicht im Video, irgendwann nur mal, wenn ich daneben stand. Wo ist das Loch? Das ist das Loch. Haben das Maß. Kontrolle bei den anderen. Das ist jetzt so ein bisschen gefühlsmäßig bei mir. Einmal eingestellt, gucke ich, ob die, wenn ich sie so durchgehe, ob sie alle gleichmäßig mit der Kraft drüber gehen. Das ist für mich genauer als die Ratsche zu verwenden. Die ist von dir hier schon poliert und so weiter? Oder? Nein, die ist noch Jungfrau, ja, gebraucht, ne, eine gut erhaltene Gebrauchte. Ich poliere sie ja sowieso immer erst nach dem Wuchten. Mhm. Weil sie läuft ja dann die Abdrücke davon. Ja, ja, gerichtet ist sie, glaube ich, schon. Hier ist ein blauer Strich drauf. Das bedeutet, ich habe sie schon auf Schlag mal geprüft. Da ist ein Strich. Da war ein Strich. Hier ist auch noch ein Strich, das heißt, ich habe die schon wahrscheinlich im Backofen gehabt, sehe ich in den Unterlagen und habe sie gerichtet. Mhm. So, haben wir das Maß 54,97. 54,97. 64,97. Ich stelle die Uhr auf 0. Gehe in die Lagerstelle rein mit dem eingebauten Lager und messe hier ein Spiel von 200. Das ist zu gering. Das ist zu gering, das heißt, wir müssen die noch aufholen. 200 wäre definitiv zu gering. Ne? Hier haben wir ungefähr minus 1, da haben wir 0, das heißt, hier würden wir 300 haben. Jetzt holen wir die noch um 1,5 Hundertstel auf.
Aber wir wissen jetzt mal so, wo wir sind. Mhm. Und lieber größer Huhn als kleiner Huhn. Nein. Naja. Ja, doch, genau so. Zu spät ist zu spät. Ja. Ja, hier kannst du noch mal einmal zeigen. Das interessiert die Leute bestimmt auch. Hier sieht man gerade schön, wie das Öl eigentlich durch die Kohlwelle geht, ne? Ja. Da kommt die Bohrung an aus dem Hauptölkanal, der ist hier, der einmal durchgeht. In der Kurbelwelle ist eine Bohrung drin, in dem Hauptlager. Die ist gebohrt bis zum Pleuellager hin. Mhm. Das heißt, immer wenn das Loch hier entlang läuft, wird es mit Druck befüllt, schießt sozusagen zum Pleuellager hin und kommt dort raus. Mhm. Und man muss wirklich bedenken, dass es nur 180 Grad mit Öl befüllt wird. Die anderen ist kein Öldruck da. Das ist dann in dem Fall, ist dann oben an, der, an dem Pleuellager, hat man dieses, ich nenne es immer Surfbrett, wo das Pleuellager auf dem Öl surft. Und da muss es eben 180 Grad, muss es eben ohne extra Öldruck klarkommen. Haben wir vielleicht mal überprüft, ob das aber konstruktionsmäßig so ist, dass die 180 Grad da sind, wo es eigentlich keinen Öldruck braucht, im Pleuellager? Wahrscheinlich, ne? Was? Wahrscheinlich ist es aber so, dass wenn die Kurbelwelle so steht, dass Pleuel oben ist, ja, sprich, wenn es runtergedrückt wird, wo du am ehesten den Öldruck im Pleuellager brauchst, ist dann auch in dem Moment versorgt wird. Nein, ist es nicht. Ist nicht so? Nein, ist es, nach meiner jetzt ganz groben Erinnerung, wird das Öl zum Pleuel befördert, wenn kein Druck drauf ist. Weil wenn du von oben Druck drauf gibst und du willst Öl, der Öldruck reicht einfach nicht. Dann wird es einfach sozusagen, wenn der Kolben hochgeht, wir können einmal dazu der Welle hingehen, wenn du möchtest. Lass mal gucken. Hier haben wir die Welle. Dreht sich so rum. Sie dreht sich so rum. Ne? Hier ist die Bohrung. Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass der Zylinder gerade hochgeht. Ja. Ne? Hier kriegt es Öl, hier kriegt es Öl. Hier ist die Bohrung. Quatsch, was erzähle ich denn da gerade? Die Bohrung ist ja versetzt. Guck mal, weil die Bohrung kommt ja aus dem Block von oben. Genau. Eine ist hier, eine ist hier. 180 Grad. Es fängt sozusagen hier an und endet hier. Und die Pleuelstange ist gerade unten. Ja, vor allem, es könnten ja eh nicht beide, also selbst wenn es bei dem einen ist, ist es beim anderen nicht. Genau. Aber trotzdem ist es bei dem nächsten auch so, denn eigentlich wird das Öl immer dann hinbefördert, wenn das Pleuellager gerade keine Kraft drauf bekommt, damit es sozusagen sich das Ölkissen aufbauen kann. Mhm. Und dann, wenn dann die Kraft von oben kommt, dann kommt auch kein Öl mehr von unten nach, dann gleitet es über den Ölfilm und sackt langsam runter. Mhm. Das nächste Lager hat aber auch wieder eine eigene Ölversorgung. Ja, jedes hat eine. Bei Nissan ist das relativ gut, die machen die, beim GTR zum Beispiel, da ist die Hauptlager Kreuz gebohrt. Mhm. Da ist da und da eine Bohrung, das heißt immer eine Bohrung geht gerade bei dieser Nut drüber und man hat mehr Zeit Öl nach oben zu befördern. Das kriegen wir hier aber nicht angebohrt. Ich habe es mir schon angeguckt, das wäre nicht so einfach. Habe es mir aber schon überlegt für den Rechtsmotor, aber ich glaube, ich kriege es nicht hin mit meinen Geräten, weil das ist, mach's nicht mit dem Ackerschrauber, ich stelle es mir genau gerade vor, er dann, die Fräse könnte es wahrscheinlich schaffen, nur ich habe zu wenig Erfahrung, um mit so einem langen Bohrer zu arbeiten, dass der auf jeden Fall auch auf der anderen Seite rauskommt und nicht an der Seite dort irgendwo, weil bohren ist immer so, weg ist es. Da gibt es bestimmt richtige Bohrer für. Ich habe die Bohrer nicht, also und wir müssen Erfahrung. Wir müssten aber wenn dann wirklich genau gerade durchbohren. Ja, so dass wir die andere Seite sozusagen treffen. Im Endeffekt so richten wir aus, glaube ich, und bohren dann so runter. Ja, also falls unter euch jemand ist, der sich das zutraut, alte Wellen habe ich genug zum Testen. Einfach sich bei uns melden, Kommentare schreiben, wie auch immer. Liebend gerne, würden wir natürlich einen Versuch machen, oder? Mal so eine alte Welle durchbohren, kann man auch einfach machen, ne? Das kann man machen. Und dann gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Ja, so, wie machen wir jetzt weiter, Björn? Also, ich hole den Block noch eben 100 Zoll auf. Dann werde ich noch einmal Lagerspiel kontrollieren. Und dann sind wir eigentlich mit heute soweit fertig. Video ist nicht so lange, wie wir hier vor der Maschine standen und so weiter. und dann sind wir mit dem Thema Stahlhauptlagerblöcke
Fertig. Fertig. Das nächste wäre dann Kurbelwelle wuchten bei dem. Okay. Ja. Perfekt. Dann haben wir euch wieder hoffentlich ein bisschen was beigebracht. Ich habe auf jeden Fall jede Menge wieder gelernt. Ja. Nächstes Jahr bin ich ausgelernt. Darf ich anfangen? Nein. Gar kein Fall? Nein. Und liegt aber nicht an mir, sondern weil Björn einfach lieber alleine arbeiten. Und weil ich immer so ein Chaos hinterlasse. Aber ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.